Zum Abschluss des 25. Spieltags stehen sich die Spielvereinigung Bayreuth und die Spielvereinigung Ansbach im Hans-Walter-Wild-Stadion gegenüber. Beide können angesichts der Tabellenplätze 12 und 14 die Punkte sehr, sehr gut gebrauchen. Bei den Hausern sorgte das starke 2:2 zuletzt in Aufstadt für neue Zuversicht. Die Mittelfranken in Weiß legten dagegen mit 0:7 Toren aus den ersten beiden Partien des neuen Fußballjahres einen Fehlstart hin und wollen sich rehabilitieren. Die ersten Minuten vor den gut 1900 Zuschauern gehörten allerdings der Altstadt. Christoph Fenninger mit einem ersten Kopfball Richtung Ansbacher Gehäuse, gehütet vom Geburtstagskind Sebastian Heid. In der 9. Minute erneut die Gastgeber. Klasse Ballstaffette der Gelb-Schwarzen. Josu Mbila entwischt über links und hat das Auge für David Ismail. Frühe Bayreuther Führung nach diesem ganz starken Angriff. Ansbach also gefordert und mit dem ersten ernsthaften Vorstoß in der 14. Minute. Lukas Schmidt legt ab für Patrick Kreuß, aber Marco Stefandl blockt. Szene geht aber noch weiter. Wieder Kreuß an der Kugel, die Flanke nicht ungefährlich. Letztlich muss Lukas Saracewski aber nicht eingreifen. Die bessere Mannschaft aber weiterhin die heimische Spielvereinigung. In der 23. Minute legt Fenninger per Kopf ab für Stefandl. Der hat Zeit und Platz, aber dann richtig viel Pech. Zweimal geht das Leder an die Unterkante der Latte. Und auch Mbila schafft es im Nachgang nicht, den Abpraller reinzudrücken. Was für eine Gelegenheit. Zwei Zeitumdrehungen später wieder Bayreuth im Vorwärtsgang, Ansbach zu passiv. Und in der Mitte steigt Fenninger höher als sein Gegenspiel und nickt die Flanke von Jonas Wieselsberger rein zum 2:0. Bisher die Hausern in allen Belangen überlegen. Mit dieser Führung im Rücken schalteten die Oberfranken dann allerdings ein bisschen zurück und gerieten in der 41. Minute in die Bredouille. Schmidt ist da ziemlich frei durch, über rechts macht noch einen Haken, der Abschluss mit links, jedoch letztlich zu harmlos. Vielleicht aber doch ein mittelfränkischer Hoffnungsfunke für die zweite Halbzeit. Die begann allerdings mit einem Freistoß für die Hausern. Der wird abgewehrt in den Rückraum, wo Stefandl das Leder direkt nimmt. Heid verhindert den dritten Einschlag. Ansonsten passierte vorerst nicht mehr viel. Ansbach weiter zu einfallslos und Bayreuth musste ja nicht. In der 66. Minute trotzdem eine Konterchance. Fenninger findet in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Auch in der Folge hatte die Altstadt alles im Griff. Dieser Versuch von Pepe Bregner aus der 81. Minute tatsächlich der erste Torschuss der Gäste der zweiten Halbzeit. Eine Zeitumdrehung später wird der eingewechselte Goalgetter Michael Speer geschickt, aber Saracewski rechtzeitig draußen, erneut keine wirkliche Chance für die Mittelfranken. In der 88. Minute hätte dann Kapitän Edwin Schwarz, der nach abgesessener Rotsperre zurückkehrte auf Vorlage von Jan George, das dritte machen können, legt die Kugel jedoch knapp rechts vorbei. Spielte aber keine Rolle mehr. Die drei Punkte blieben in Bayreuth. Ich bin froh für die drei Punkte. Pflichtsieg, muss ich ehrlich sagen. Und 20, 25 Minuten solide gespielt und danach wieder nachgelassen. Aber nach 90 Minuten, wir haben drei Punkte und das ist in dieser Phase für uns extrem wichtig. Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Ich glaube, dass wir bis auf drei, vier, fünf Situationen in der ersten Halbzeit auch ein gutes Spiel gespielt haben, auch allgemein ein gutes Spiel gespielt haben. Aber die zwei, also gerade das 1-0 spielen sie richtig gut und dann kommt das 2-0 relativ nah an dem 1-0 dran, nach fünf, sechs Minuten später. Und danach wird es natürlich schwer, den 2-0 noch zu drehen. Trotzdem sind wir auch aus der Halbzeit rausgekommen, waren total ebenwürdig, hatten auch unsere Momente, nur leider konnten wir uns am Ende nicht belohnen und deswegen geht es unterm Strich dann auch in Ordnung. Die Spielvereinigung Bayreuth feiert den ersten Heimsieg seit dem 21. Oktober und legt nun 8 Zähler zwischen sich und den ersten Relegationsrang. Ansbach bleibt dagegen tor- und punktlos im neuen Jahr und geht ohne Rückenwind ins 6-Punkte-Spiel kommenden Samstag gegen den 15. Schalding.